Ein Schulhof in Bochum, Anfang September, morgens um 8. Gleich beginnt zum zweiten Mal das Projekt Herausspaziert, erlebe deine Fähigkeiten, der Matthias Claudius Gesamtschule. Der komplette 9. Jahrgang wird sich in kleinen Gruppen auf den Weg machen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um Ideen, Träume, Projekte zu verwirklichen, die sie sich selber ausgedacht und vorbereitet haben. 17 Tage lang werden die inklusiven Gruppen jeweils zusammen mit einem erwachsenen Begleiter unterwegs sein. Jede Gruppe hat pro Person 150 Euro zur Verfügung für Übernachtungen, Essen und alle Reisekosten. Wir wollen jetzt mit dem Fahrrad 200 Kilometer an der Ems entlang fahren. Und dort wollen wir dann eventuell Ukulele spielen und noch Geld verdienen dazu. Unsere Idee ist, jeden Tag Ausflüge mit dem Rollstuhl zu machen. Also unser Ziel ist es, 2 Wochen im Rollstuhl, also zu wissen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen und die Freizeitaktivitäten zu testen im Rollstuhl, ob das geht oder nicht. Die ganze Schule verabschiedet die 9. Klässler mit Beifall, Jubel und richtig viel Lärm. Raus aus der Schule, rein ins Leben. Es geht der Schule darum, den Jugendlichen am Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein zu helfen, Vertrauen in sich selbst und andere zu entwickeln und sie ernst zu nehmen. Das ist sozusagen unser grundsätzlicher Ansatz dieses Projektes, zu sagen, hey, wir nehmen euch ernst. Ihr bereitet selber was vor, ihr macht selber etwas als Gruppe, ihr kommt als Gruppe weiter, geht raus in die Welt, macht euch heraus, deshalb herausspaziert und kommt wieder zurück. Und habt dann eure Erfahrung gemacht und seid dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen reifer geworden, ein bisschen mehr lebenserfahrener geworden. Genau. Was macht ihr? Ist das gut? Wir können oder das nicht? Ja mal ankreuzen. Mühle ein weit weg von hier. Vorletzter Planungstag im Mai. Zwar fehlen 2 der 3 Rollifahrer, trotzdem müssen sich Jeremias, Liam, Silas und Jan heute langsam mal entscheiden, wo sie als Gruppe überall hinwollen bei ihrer Rollstuhl-Challenge. LVR Industriemuseum Papiermühle Altenbombach. Das ist Bergisch Gladbach, das ist ja total weit weg. Die ganze Gruppe wird in Rollstühlen unterwegs sein. Für die 3 Nicht-Rollstuhlfahrer eine ganz neue Erfahrung und eine körperliche Herausforderung. Also insgesamt glaube ich, das Rollstuhlfahren, dass man auch so lange aushält, dass einem die Arme nicht wehtun. Wir wollten ja auch mal wissen, wie sie sich fühlen, weil wir können uns ja nicht in ihre Sicht einfinden, wie das ist, in Rollstuhl zu sein den ganzen Tag. Ich finde es gut, dass sie es machen, weil es ist manchmal schon schwer, mit Rollstuhl zu fahren. Es gehört tatsächlich dazu, dass wir unseren Kindern was zutrauen. Und wir machen die Erfahrung, ich als Lehrer, ich bin 20 Jahre an dieser Schule, ich mache jedes Jahr die Erfahrung mit diesen Gruppen, dass die mich erstaunen, dass die mehr schaffen, als ich ihnen zugetraut habe. An 4 Planungstagen, verteilt über ein Schulhalbjahr, wird das Projekt Herausspaziert vorbereitet. Heute steht zuerst das Thema Verkehrs- und Fahrradsicherheit auf dem Programm. In Workshops lernen die Schüler dann etwas über Kommunikation in Gruppen, wie man das Geld verwaltet in der Gemeinschaftskasse, und sie planen natürlich ihr eigenes Projekt. 1, 2, 3, 4, dann sind wir am 5. da, ja. Wenn alles gut geht. Vielleicht auch erst am 6. Also ich würde sagen, dass wir dann wieder nach Hause fahren am Wefel. Finja, Josie, Rosalie und Amelie planen ihre Fahrradtour entlang der Ems. Wie viele Kilometer schaffen sie am Tag? Wo sollen sie übernachten? Vor allen Dingen, wird das Geld reichen? Das sind die Fragen, die sie beschäftigen. Müssen wir den Erwachsenen auch mitfinanzieren oder hat er ja, selber Geld? Klar. Und wie viel haben wir insgesamt? Jeder 150. Ich freue mich auf jeden Fall, weil das wird bestimmt eine super coole Zeit. Und man lernt auch viel fürs Leben so und man sammelt ja auch viele Erfahrungen, die dann später vielleicht einem nützen können. So ein bisschen Grummeln im Magen habe ich schon. Aber ich denke, wir schaffen das. Ich bin optimistisch. Ich glaube, es ist einfach mal so eine Herausforderung, dass wir selber klarkommen müssen und einfach selber den Weg zu finden und unabhängig zu sein. Einfach so das machen, worauf wir Lust haben. So. Und auch natürlich mit dem Geld. Also das ist schon eine sehr große Herausforderung. Ist halt komisch, so alleine unterwegs zu sein. Man hat ja zwar einen Begleiter, aber der hilft ja nicht, der ist ja nur dabei. Und man hat halt schon Respekt. Dabei sein, nicht helfen, das ist die Aufgabe der ehrenamtlichen Begleiter. Sie tragen unterwegs die Verantwortung für die Gruppen, sollen sich aber möglichst nicht einmischen in Planung und Entscheidungen der Kinder.
Sag mal, dass das das Herzstück dieses Projekts eigentlich ist, weil an dem Begleiter steht und fällt, nämlich dieser Selbstständigkeitsprozess von diesen Schülern. Das heißt, wir sagen den Begleitern, sie sollen sich raushalten. Wenn die Schüler irgendwie überlegen, dass sie ja, 70 Kilometer pro Tag fahren können, dann ist es die Aufgabe des Begleiters zu sagen, oh, das ist aber mutig auf jeden Fall. Aber probiert mal, macht mal. Ja, wir haben die erst wieder aus- Ihre Herausforderung schon gemeistert haben diese 5 Schülerinnen und Schüler. Im letzten Jahr beim ersten Mal Projekt herausspaziert. Sie waren mit Fahrrad und Zelt in Holland. Jeden Tag haben sie, wie alle Gruppen, ein Foto geschickt als Lebenszeichen für zu Hause, dass es allen gut geht, auch wenn nicht alles so geklappt hat wie geplant. Weil wir sind ja sozusagen nicht an unser Ziel gekommen, weil eigentlich war unser Ziel ja das Eiselmeer. Wir sind dann aber nur in Anführungsstrichen bis nach Zevenaar gefahren, aber es hat uns halt gereicht. Also für uns haben wir halt trotzdem das Ziel erreicht, weil wir einfach die 3 Wochen durchgehalten haben. Beim Nudelnkochen, da haben wir am Anfang auch ein paar Fehler gemacht und so und dann hat es auch nicht so lecker geschmeckt, weil das dann so eine Matschepampe sozusagen so ein bisschen war. Aber ja, danach ging es dann. Meiner Meinung nach war die tollste, war die tollste Sache, etwas dermaßen so Cooles zu machen. Da Leo nicht Fahrrad fahren kann, hatte die Gruppe für ihn und die Begleiterin ein Elektro-Tandem besorgt. Er ist halt ganz normal mitgekommen jetzt, wie jeder andere. Und es war eigentlich nicht anders, als wenn wir jetzt jemanden mitgenommen hätten, der jetzt so normal wäre. Und er hat ja auch nicht schlapp gemacht, sage ich jetzt mal. Er ist einfach immer weitergefahren und so und war auch ganz motiviert. Und er hat ja auch sehr Spaß dran und so. Und also es war sehr schön, auch dann jemanden, also Leo, dabei zu haben. Das sind tatsächlich Dinge, daran reifen die Kinder oder daran werden Kinder stark. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die schwächeren Schüler, körperlich schwächeren Schüler, auch im Endeffekt vielleicht sogar die stärkeren Schüler sind, weil sie einfach mit dem Herz dabei sind oder weil sie so bewegend ihre Mitschüler motivieren können oder gute Laune verbreiten können. Also man merkt dann eben, das ist auch ein Geben und ein Nehmen. Du wärst auch gerne noch weitergefahren. Klassenlehrer Jan Müller ist davon überzeugt, die 17 Tage unterwegs beim Projekt herausspaziert haben die Kinder verändert. Den Sprung, den die in diesen 3 Wochen gemacht haben, hatten wir ihnen einerseits nicht zugetraut und andererseits ja, das auch nicht so erwartet, dass man so unmittelbare Ergebnisse da sieht. Die übernehmen viel mehr Verantwortung, die gehen ganz anders miteinander um, naja, erwachsener halt. Das ist ein Aufwand, das sollte man immer wissen, wenn man sowas macht. Aber es lohnt sich, weil wir glauben oder weil ich glaube und weil ich sehe, dass das Kinder daran stärken. Und das ist das, was wir als Schule machen wollen. Am späten Vormittag von Tag 1, herausspaziert 2019, sind Marc, Jan und die anderen fast am Tierpark Bochum angekommen und haben schon eine erste Ahnung, welche Herausforderungen auf sie als Rollstuhlfahrer zukommen werden in den nächsten Tagen. Bergauffahren, Bordsteinkanten, Busfahren. Alles ist ziemlich anders. Es ist anstrengend und komplizierter, als wenn man so zu Fuß geht, weil man muss ja halt immer warten, bis die Rampen runter sind, muss die Rampen hoch, muss ich dann richtig hinstellen, sodass jeder reinkommt. Das war schon sehr anstrengend, die ganze Zeit den Berg hoch. Und jetzt bergunterfahren war cool, weil da konnte man einfach sich rollen lassen. Aber berghoch war schon sehr, sehr anstrengend. Die Mädchenfahrradgruppe hat es am Nachmittag bis hinter Mahl geschafft, 33 Kilometer von Bochum. 10 sind es noch bis zu der Kirchengemeinde, wo sie heute übernachten. Bei einer Pause am Straßenrand üben sie mit ihren Ukulelen. Mit Straßenmusik wollen sie ein paar Zusatzeuros für die Reisekasse erspielen. Das ist ihre Idee, damit das Geld auch reicht, bis sie wieder zu Hause ankommen, nach 17 Tagen herausspaziert.